Hallo zusammen, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie diese 3D-Schriftzüge gestickt werden. Diese Stickdatei ist besonders für dehnbare Materialien geeignet. Allerdings kann auch auf gewebte Baumwolle gestickt werden und es ergibt einen ganz tollen 3D-Effekt. Es ist auch cool anzufassen. Ist extrem schnell gestickt. Was habe ich noch hier? Pubertier, oppala, Entschuldigung. Pubertier, das ist ein bisschen schwierig an Kamera zu sehen. Aber es ist wirklich ein toller Effekt. Und dann noch Superkraft. Die Farbe in echt ist viel dunkler. Die Kamera erfasst das nicht so gut auf diesem Strickpulli. In der Stickdatei sind folgende Schriftzüge enthalten: Zicke, Power Girl, Smile, Happy, Pubertier, Superkraft und Namaste. Um diese Muster zu sticken, brauchen wir natürlich Stickgarn und Stickuntergarn. Wenn wir auf Jersey sticken, dann entsprechende Kugelspitze, also Jersey-Nadeln, Sprühkleber, eventuell Washi-Tape oder Kreppband und eine Pinzette. Klar, Scheren und so Sachen, glaube ich, muss man nicht erwähnen. Dann brauchen wir ein Stück Weblon Stickvlies. Das ist eigentlich ein spezieller Stickvlies, der normalerweise beim Sticken auf Jersey benutzt wird. Diese ist sehr stabil und waschbar und technisch notwendig. Dann brauchen wir 3D-Stickschaum, 3 mm, jetzt hier in Weiß. Ich habe Materialpackungen zusammengestellt. In diesen Materialpackungen sind 2 Zuschnitte von dem Stickschaum, also 3 mm Stickschaum, 19 mal 29 cm und ein Zuschnitt von dem Weblon, 50 mal 50 cm. Und hier bitte darauf achten als Vergleich. Ihr kennt diesen Stickschaum von mir. Dieser Stickschaum ist relativ teuer, weil er aus den USA importiert wird. Kommt in 12 Farben und ist 2 mm dick. Dieser Stickschaum ist für diese Stickdateien durchaus geeignet, aber eigentlich zu teuer. Ihr kennt diesen Stickschaum von solchen Stickdateien von mir, ja? Wo die Buchstaben in 3D gestickt werden und hier wird roter Schaum benutzt. Diese 3 mm Schaum, den beziehe ich in Deutschland und dementsprechend ist er auch in der Materialpackung viel preiswerter. Diese ist dicker, das wollen wir hier, weil die Buchstaben werden dann ja mehr erhaben und ist auch sehr weich und flexibel. Dieser Schaum, wie gesagt, ist zwar geeignet, aber der weiße ist vom Preis her und von der Dicke her besser geeignet. Also nochmal, bei den Materialpaketen ist die Stickdatei dabei, sind 2 Zuschnitte Schaum dabei und ein Zuschnitt von den Weblon Stable. Wenn ihr alle diese Materialien schon zu Hause habt, könnt ihr nur die Stickdatei kaufen. Ich werde heute mit euch schnell nur auf ein Stück Sweatstoff, das muss das Smile, sticken. Ach so, was ich noch total vergessen habe, was wir noch brauchen, ist abreißbaren Vlies. Das hat aber jeder zu Hause, ja? Ich habe hier schon einen Rahmen, 13x18er Rahmen, trommelfest bespannt. Mein Rahmen ist auch ein wenig versenkt.
Ja? Und ich werde gleich an der Maschine die Platzierungslinie sticken. Ich habe das Muster an der Maschine geladen und aufgemacht. Ich verändere nichts an der Fadenspannung. Unten habe ich ganz normalen Bobbinfill und das Muster kann man Tone in Tone sticken oder in Kontrastfarbe. Ich sticke heute in Kontrastfarbe. Das kann man besser sehen. Und das Einzige, was ich verändere, ist die Geschwindigkeit. Warum? Weil besonders die zweite Sequenz stickt sehr schnell und da ruckelt alles, also ein ganzer Tisch und alles, hört sich bedröhlich an und deshalb reduziere ich die Geschwindigkeit. Das Muster stickt aber trotzdem bei halber Geschwindigkeit 7 Minuten. Okay, also ich werde jetzt die erste Platzierungslinie sticken und dann zeige ich euch weiter. Die Platzierungslinie ist gestickt. Jetzt schneide ich mir ein Stück von dem Weblan-Vlies, etwa größer als meine Platzierungslinie. Das ist sogar fast zu groß. Das ist aber okay, habe ich schon zugeschnitten. Und dann ein Stück von dem Schaum, ebenso auch klein wenig größer als diese Rechteck. Und als nächstes, ich kann das Vlies hier mit ein bisschen Kreppband befestigen. Was ich aber heute mache, ist, ich habe hier einen Karton und was bei dem Vlies wichtig ist, ist diese glänzende Seite, also wo die Bügelseite mit Kleber ist, kommt nach oben, also mit der Klebeseite zu euch und die matte Seite kommt dann auf dem Vlies. Also ich mache ein bisschen Sprühkleber, ich mache das aber weg von der Kamera. Moment. So, jetzt habe ich hier Kleber drauf und ich mache mir auch ein wenig Kleber hier auf dem Schaum. Dann kommt das hier drauf und nochmal mit der glänzenden Vliesseite nach oben. Also die Seite, die man normalerweise auf dem Stoff aufbügeln würde, zeigt hier nach oben. Und dann kommt das Stück Schaum oben drauf. Und jetzt wird die zweite Sequenz gestickt. So, die Sequenz ist fertig gestickt und diese Sequenz wurde mit einem sehr kleinen Stich gestickt, womit der Schaum geschnitten wird von der Nadel. Ich entferne jetzt ein bisschen von den Spanfäden, damit ich den Schaum besser abreißen kann. Und jetzt muss ich alles entfernen, außer den Buchstaben. Also die Buchstaben bleiben dann auf dem Vlies. Und das geht relativ einfach, wenn ich vorsichtig in die Stickrichtung ziehe, also gegen die Nähte, dann kann ich bei diesem Schriftzug relativ gut abreißen. Bei den kleineren Schriftzügen wie bei Namaste braucht man vielleicht die Pinzette. Aber einfach langsam, damit man die Buchstaben nicht bewegt,
Sie kleben eigentlich relativ gut hier drauf und das geht relativ schnell. So, noch hier vergessen. Und jetzt habe ich nur diesen Schaum hier drauf. Und wer sich gerade fragt, warum brauchen wir diesen Vlies und warum mit der glänzenden Seite nach oben? Naja, weil wenn der Stoff jetzt hier drauf kommt, dann können wir auch später sogar diesen Vlies auf dem Stoff aufbügeln. Das Papiervlies wird weggerissen und das Vlies hier ist waschbar und hält den Schaum quasi gefangen zwischen Vlies und Stoff, damit der Schaum beim Waschen nicht herausfallen kann. Ich habe jetzt ein Stück Sweatstoff, ein bisschen mit Sprühkleber besprüht. Wenn du hier keinen Sprühkleber nehmen möchtest, kannst du Kreppband nehmen oder stecken. Ich mache diesen Stoff jetzt hier drauf. Und wie gesagt, heute arbeite ich nur mit einem Stückchen Stoff. Damit kann man auch die Idee umsetzen, indem man das nachher ausschneidet und auf ein Kaufshirt aufsteppt. Und hier sehen wir zu, dass keine Falten dran sind. Und ich habe am Anfang des Videos total vergessen, den wasserlöslichen Avalon-Vlies zu erwähnen. Das dürfte jede Sticker auch zu Hause haben. Davon brauchen wir ein Stückchen, weil natürlich, wenn wir auf einen weichen Sweat sticken, versenken die Stiche ohne Avalon. Also eine Deckschicht Avalon auflegen. Und jetzt sticken wir den zweiten Schriftzug und sind eigentlich fertig. Die Dreifachstichumrandung ist fertig bestickt. Das hat nicht lange gedauert. Wir können das Projekt jetzt aus dem Rahmen nehmen. Dann das Vlies auf der Rückseite abreißen. Das kann man ruhig zugig machen und hier in den Zwischenräumen muss man ein klein bisschen zupfen und fummeln. Auf den Buchstaben lässt sich das Vlies auch entfernen, muss man nur ein bisschen ankratzen, aber das wird auch in der Wäsche abfallen. Wir wollen aber gegebenenfalls kein Papier. So, ich fummle das später zu Ende. Ich zeige euch gleich, wie das dann auf der Rückseite aussieht. Und das Vlies hier könnt ihr entweder zurückschneiden rundherum oder auch anbügeln. Ja? Jetzt ist der Schaum gefangen zwischen Vlies und Stoff. Und auf der Vorderseite des Vlies, was ich normalerweise mache, ist, ich reiße das Vlies auch ab. Muss man nicht zu vorsichtig sein. Und dann
ein bisschen mit der Pinzette und mit der Nagel auch hier auf den Buchstaben einfach wegmachen. Und wenn man irgendwo kleine Zipfelchen hat, so wie hier, kann man das mit der Pinzette entfernen. Oder wer keine Lust darauf hat, kann das Teil ins Wasser legen. Und dann ist das fließt dann ja auch aufgelöst, ja? Aber meistens, wenn ich sowas mache, weil das nur ein Geradstich ist, dann fummle ich lieber ein bisschen und entferne das Vlies. Und wenn das entfernt ist, sieht es so aus. Und wir haben den tollen 3D-Effekt. Ja, hier kann man das sehr gut sehen. Und auf der Rückseite habe ich das Vlies zurückgeschnitten. Okay? Also es ist wirklich keine Hexerei. Es geht sehr schnell und der Effekt ist ganz toll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sticken. Bis zum nächsten Mal.